So, hallo und herzlich willkommen zum nächsten Yomi-Let's Play. Karl und ich machen gerade ein kleines Turnier. Wir haben uns vorher Charaktere zugedraftet. Wir hatten schon Turniere Yaina gegen The Grey, da hat Yaina gewonnen. Und Loom gegen Grave, da hat Loom gewonnen. Das heißt, die beiden sind schon in der nächsten Runde. Wir werden das Turnier heute wahrscheinlich nicht fertig spielen, aber dann demnächst. Jetzt sind noch zur Auswahl Setsuki und Meister Midori auf der Seite von Karl. Und ich habe noch Rook und Agag Arg zur Auswahl. Und jetzt entscheiden wir uns wieder verdeckt für einen von beiden, mit dem wir gerne spielen wollen. Und ich denke, ich wähle Rook gegen Meister Midori. Meister Midori. Verdammt. Oh, das wird ein harter Kampf. Das Meister Midori hätte ich gerne noch weiter gesehen. Ja, Rook ist, der macht nur Würfe. Das weiß man ja. Ja, genau. So muss man nur einen Angriff gegen spielen und dann läuft das. So, Rook hat auch nur schlappe 100 Lebenspunkte. Ja, ich habe gerade mal 10 weniger. Ah. So. Rook hat auch einen Angriff, da macht er 50 Schaden. Übersicht der Konter. Haben wir alles hier. So, diesmal, also an die Spezialfähigkeit, dass du keine Karte ziehen darfst, wenn ich deine normalen Angriffe blocke, an die werde ich auf jeden Fall denken. Das ist hart. Also du, wenn du mit den speziellen Spezialdingern blockst, kriegst du ja auch keine Karte. Insofern gleichst du ja nur dein eigenes Problem. Ich, wenn deine Kampfaktion normalen Angriff gegen einen schnellen, normalen Spezial. Deine Spezialfähigkeit? Also okay, also ich muss mir merken, wenn mein normaler Angriff verliert, darf ich nächste Runde, ist, bin ich einfach. An den kann ich zwei weitere Karten des gleichen Symbols abwerfen und dann darf ich trotzdem zuschlagen und eine Combo spielen. Das ist aber nicht so einfach, das habe ich glaube ich selbst nicht dran gedacht, habe noch nie hinbekommen. Und Rook wann darf ich keine Karte ziehen? Dein Gegner darf keine Karte ziehen, wenn du seine normalen Angriffe blockst. Ah ja, okay. Da darf man nochmal auch mit einer Karte ziehen, was ich auch ständig vergesse. Wir haben wahrscheinlich die ganze Zeit eigentlich viel zu wenig Karten auf der Hand und dahin durch den Zufallsfaktor immens. Wahrscheinlich. Aber man wird ja besser im Laufe eines Turniers. Wir kriegen das jetzt hin. Boah, wow. Puh. Krass. Du kannst auch aufgeben. Ja, ich möchte jetzt einfach mal mit Rook mal was anderes versuchen. So. Du willst also was machen, ja? Dann machen wir doch auch mal was. Komm, hier. Wieso hast du gewusst, dass ich werfe? Ach, 10 Schaden. Warte. Vielleicht will ich ja noch eine 10 aufdecken, um dir 14 Schaden zu machen. Boah, in Drachenform. Das ist nämlich ich weiß nicht, wie clever das war, aber es macht Spaß. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Läuft ja für Rook. Rook braucht auf jeden Fall Ass. Das heißt, Rook macht ein, wie heißt das, Push-Up, Power-Up und sucht sich mal ein Ass aus seinem Deck. Da ist es auch schon. So, was haben wir denn hübsches? Hast du jetzt einen Ass rausgesucht? Ja. Also, ja? Okay. Und dann ziehe ich noch eine Karte. Und dann spielen wir das. Und ich werfe dich, glaube ich, einen schneller. Ja. Aber klar, boah, 3 Achter Angriff ist nicht schlecht. Dann kriegst du 10 Schaden, kann leider keine Kombo machen und du gehst zu Poden. 8 Schaden, nee, 10 Schaden war 10. Das, ne? Okay, 80. So, und jetzt muss ich entweder mit gerade oder ungerade blocken, weil ich auf dem Boden liege. Wenn du blockst. Wenn ich blocke. Ein schöner Windmühlen ist ein Wurf. Ist ein Wurf, verdammt. Ja. 15 Schaden. Ja. Der ist nicht so aufregend, der Rook. Der macht einfach mal 10, 10, 10, 15, 10. Der tut richtig weh, das ist das Problem. Ich bin jetzt schon auf 65 runter. Das ist okay. Finde ich nicht. So. Rook. Ein bisschen wie Groot. Okay. Ja, wie Groot. Auf ihm wachsen auch Pflanzen. Schlimmer. Wir machen das mal so. So, und dann blocke ich und du kriegst den Schaden. Also 4. 4 Schaden. Nimm diese Karte nicht wieder zurück auf die Hand und ziehe keine Karte fürs Blocken. Wie schade. Ich habe 65, 4 Schaden, mich bei 61. Richtig. So. Und ich werfe dich. Und zwar mit 15 Schaden. Boah. Bam! Rook ist schon so eine kleine Kampfsau. Also bin ich jetzt bei 46. Das wird ein kurzes Menü. Das ist schade, weil der mit am meisten Spaß macht, wenn er so früh raus ist. Aber man kann da nichts dran ändern. Rook ist auch nicht gerade unlustig. Ja, ich finde ihn ehrlich gesagt ein bisschen langweilig. Ja, er wirft halt immer. Den Hofblock, der Wrestler. Hofblock. Genau, so ist es. So, wo denn jetzt der verlorter Schreck? Zwei, meiner schneller. Deutlich schneller. Der Donnerklatscher.
Packst du noch Karten dazu? Ja, auf jeden Fall. Und zwar möchte ich da gerne... schade, keine Kombo. Also, der hat ja immer 3 galaktische Kombo-Punkte. Das heißt, also nach dem Donnerklatscher kommt natürlich die Hammerfaust. Und die Hammerfaust wird mit einer beliebigen, zum Beispiel dieser Karte, gepimpt und macht damit insgesamt 14, 18 Schaden. Ja, das Spiel wird kurz werden. Ja, Rook macht da kurz einen Prozess. Also bin ich jetzt bei 38, nee, 28. Mhm, das klingt fair. Ich bin so gut wie raus. So, wo waren wir gerade? Ich hab dich ganz schön vermöbelt, ne? Mhm. Ach, machen wir mal das. Falls es so lustig ist. Warte, machen wir eine Ziehphase. Alles klar. Haben wir schon klar? Ich weiß nicht. Haben wir alles gemacht, sicher. Mir fehlt auch so eine bestimmte Sorte Karte. Ja, mir auch, nämlich Asse. Und zwar 4 Stück, dann bist du nämlich instant tot. Oh, schade. Wurf! Das ist ein Starter. Jetzt kannst du mal richtig raushauen. Kann ich noch mal richtig was raushauen. Oder auch nicht. Doch, klar. Hier, packen wir das dazu. Und packen wir das dazu. Moment, so viel Kombo-Punkte hast du nicht. Achso, der hat nur ein. Der hat nur 3 insgesamt, genau wie ich. Dann packen wir das dazu. Die andere Karte ist nicht gut. Mhm, 16. Also 0. 70. So, nicht was Kiste am Wunder. Wir haben noch gerade Salat essen Gesellschaft bekommen. Wie viele 28 hast du? Ich werfe noch 2 ab. Um? Drachengestalt zu kennen. Oh. Wie kriege ich dich da wieder rausgeprügelt? Indem ich eine Runde lang keinen Schaden anrichte, wenn ich das richtig erinnere. Oh, das kriege ich hin. Die liegt falsch rum. Hier, du darfst die Drachenseite der Karte nur spielen, wenn du dich in Drachengestalt bla 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 bla. Bla bla bla. Jedes Mal, wenn du in Drachengestalt einen Angriff oder einen Joker blockst, darfst du statt eine Karte zu ziehen, eine Karte aus deinem Ablagestapel zurück auf die Hand nehmen. Keine Joker. Und irgendwo stand es auch, genau, dauerhaft. Du kannst die Drachenseiten deiner Karten spielen, lege diese Karte ab, wenn du geworfen wirst oder deine Kampfaktion keinen Drachenangriff oder Wurf ist. So. Nicht schlimm, das schaffen wir schon. Dann würde ich sagen... Oh, vom Drachen habe ich jetzt ja schon so ein bisschen Angst, ne? Ja. Ich muss die Morphe überspielen, damit ich weiß, was der kann. Keine großen Chancen. Zack. Bam! Block. Warte, wie ist das? Deine Drachenangriffe gewinnen den Schlag auf Schlag gegen normale Konter. Und leider nicht gegen Blocks. Sehr gut. 2 Blockschaden habe ich bekommen und du bist jetzt wieder aus der Drachenstadt raus. Nee, du hast ja Schaden erlitten, würde ich mal sagen. So. Ja. Dann machen wir das Ganze weiter. Oh, Rook Angst. Rook macht mal das hier. Komm. Und jetzt Bam. Gewinnt. Nicht gegen den Angriff. Was? Doch. Doch, haha, ja, stimmt, ich hab's ja fast vergessen. Und das ist ein Kombopunkt. Das heißt, ach, das ist. Wie viel Leben hast du noch? 28. Dann spiele ich da oft den Donnerklatscher, du kennst es, folgt immer die Hammerfaust. Und dann werfe ich noch einen ab und zwar, es tut mir fast leid, ich muss das Ass abschmeißen und mache dir damit insgesamt 18 Schaden. Du musst das Ass abschmeißen? Ja, um dir die 45 Schaden zu machen, weil mit dem Ass nur allein kann ich nichts anfangen. Ich brauche ein bisschen, also 18 Schaden für dich. Hast du noch 18 10, Schaden, ne? Ja. Hab ich noch 10 Schaden. Dann kann ich dich hiermit töten, das ist gut. Dann machen wir das doch gleich. Bin mal. Ich auch aus der Drachengestalt raus, weil das keinen Schaden gemacht hat. Richtig. Nehmen wir die 2 Karte hier weg. Die als wenn Rook einmal zuhaut, dann ist eine Karte. Und dann. Plock gibt 2 Schaden für mich. Und die Karte ist weg und ich darf keine Karte nehmen. Genau. Aber ich scheinbar schon. Also komm, die will ich auf die Hand, eine Karte ziehen und eine Karte. Wow. Habe ich großartig was von dir geblockt? Nee. Ich glaube nicht. Ich habe ja. Weil dann dürftest du nämlich gar keine Karte ziehen. Na, ich glaube, das haben wir sogar irgendwann mal gemacht. Ich mach mal das. Und. Block, block. Block, block. Nimm diese Karte nicht zurück auf die Hand. Ich weiß, ob das immer geht, ich werf's ihm ab. Soll ja auch fair bleiben. Oh, ich habe eine wunderschöne Hand. Wuff. Oh, deiner ist auch noch schneller. So ein 8 Schaden. Verdammte Axt. Aber du hast ja immer noch irgendwie 60 oder so. 58. Fast. Fast. Aber du kratzt schon ganz schön an, Luke. Ja, ja. So sieht's aus. Oh. Ah, die Drachengestalt. Ach ja, wenn ich am Anfang nicht schon so vermöbelt worden wäre.
genau. Oh Mann, wieso sind Rootswürfe so langsam? Wie viel Schaden waren das? 8. 8. Oh, aber wird allmählich. Hast du mich schon zur Hälfte runter? So. Hast du immer noch 4 Karten? Warum hast du so viele Karten? Weil ich gerade richtig gut geblockt habe. Konter. Bam! Wurf tot. Oder? Wieder 10 hast du noch, ne? Genau 10. Jawohl, läuft. So. Damit hat Rook gegen Meister Midori gewonnen. Schade, ich mag Meister Midori auch. Ich kämpfe nicht so gerne gegen ihn, aber er ist schon... Wenn ich eine Prognose abgeben müsste, wer an diesem Turnierende noch steht. Mal gucken. Ich meine, beim letzten Mal ist Rook von Satsuki ganz schön vermöbelt worden. Ja, gut. Aber das liegt doch daran, dass er es nicht richtig gemacht hat. Ja, gut. So, damit haben wir jetzt hier noch Loom, Yaina in der nächsten Runde. Jetzt gesetzt sich Rook dazu. Und das heißt, heute werden wir es leider nicht mehr schaffen, weil unsere Risiko-Legacy-Runde gleich losgeht. Aber beim nächsten Mal werden wir dann noch den Kampf sehen von Agak-Ark, oder wie auch immer heißt, gegen Setsuki. Aber da müsst ihr euch ein bisschen gedulden. Das wird jetzt ein paar Tage dauern. Aber solange habt ihr hoffentlich viel Spaß mit diesen Videos gehabt. Wie gesagt, diese Spezialfähigkeiten und so. Ihr habt ja gemerkt, wir haben das jetzt sehr schnell gespielt, um damit auch diesem Street Fighter-Feeling ein bisschen nahe zu kommen. Man kann das natürlich ein bisschen ruhiger spielen, ein bisschen mehr an die ganzen Sachen denken. Dann passieren da auch nicht so viele Fehler. Aber es ist komplett egal. Ich meine, wir haben es ungefähr, ne? So mit dem gleichen, also hatten einfach die gleichen Voraussetzungen, haben wahrscheinlich immer die gleichen Sachen vergessen, weil sobald irgendwer anders dran gedacht hätte, hätte der andere gemerkt, na, das darf ich ja auch. Ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Runde ein bisschen mehr dran denken werden. Und ja, das war's für heute. Wir danken für eure Aufmerksamkeit, sagen bis bald und tschüss. Ciao.